Bei ihrem nächsten Einsatz müssen Heidi Matera und Martin Fuchs einem Taxifahrer in Not zur Hilfe eilen. Ach, guck mal, da vorne geht's los. Oh. So, sag mal, wir haben ein Treffen. Arnold 4 Zentrale, wir sind eingetroffen am Ort. Leck mich am Ärmel, du gehst ja wieder rum hier. Hey, sauber, komm! Zur Seite, gut. Er versagt mir den ganzen Waren, der Kerl. Und jetzt will er nicht bezahlen. Ist bereit. Ruhig bleiben. Alles gut. Haben Sie uns beruhigt? Ja, alles okay. Hey, aber geht ja nicht an. Sie bleiben jetzt dort. Ich lasse die Hand los und Sie bleiben dort. Ja. Und dann erzählen Sie mir in aller Ruhe, was gewesen ist. Heidi, du bist okay? Ja. Ich bin der Taxifahrer. Ja. Die Jungs sind da, der Pärchen ist da eingestiegen. Der verschüttet sein Bier in meinem Auto. Wie soll ich die Gäste mitnehmen? Die ganze Karre stinkt nach Bier. Ich bin nicht schwerhörig, Junge. Ja, tut mir leid, ich bin im Moment ein bisschen aufgeregt. Ne? Aber jetzt will er noch nicht mal bezahlen, die Reinigung. Okay. Das kann ja nicht sein. Der Bierkrug war also noch voll. Also, und dann bleiben Sie hier bekannt. Sehen Sie doch mal, wie der das steht. Ja gut, was ist denn Ihre Version von dem Ganzen jetzt hier? Ja, wir waren auf der Feier, ein Taxi gerufen. Okay. Da war halt noch ein bisschen was drin, aber der Kerl hat gemeint, es wäre in Ordnung. Wir haben es mit ihm abgesprochen. Okay. Wir haben gesagt, ist halt noch ein bisschen was drin, war ja so gut wie nichts mehr. Ja, und haben Sie jetzt was draus geleppert oder so? Ja, schon, verschickt? Aber der fährt ja auch wie gesenkt. Ich fahre wie eine Sau, Alter. Ja, jetzt der fährt in die Kurve. Ist hier ruhig. Ich bin ordentlich gefahren. Kommt da drüber und dann ist er halt rausgeschoben. Ja. Das war auch nicht viel, das war so gut wie nichts. Der legt sich voll auf und geht voll auf uns los. Dann will er noch 30 Euro dafür, dass wir die komische Rechnung zahlen. Das zahle ich nicht, also ganz ehrlich. Wenn der so fährt. Damit steht zunächst Aussage gegen Aussage. Martin Fuchs hat allerdings eine Vermutung, mit der er nun den Taxifahrer konfrontiert. Ich habe den Eindruck, dass Sie etwas nach Alkohol riechen. Und ich glaube nicht, dass das jetzt vom verschütteten Bier kommt. Nein, ich habe ein Medikament genommen. Da ist ganz minimal ein bisschen Alkohol drin halt. Weil ich bin so erkältet gewesen. Sie wissen aber, dass Sie das als Taxifahrer auch nicht nehmen dürfen, wenn da Alkohol drin ist. Ja, ne? Aber da ist so gut wie gar nichts. Wann haben Sie das letzte Mal genommen? Das ist jetzt 2 Stunden her ungefähr. Nach 2 Stunden haben Sie nicht so eine Fahne, nicht nach so einem Medikament. Ja, wir können das auch anders machen, wenn Sie sagen, Sie haben etwas zu sich genommen, was Sie oral eingenommen haben, dann wird ein Atemalkoholtest nicht ausreichen. Das heißt, wir nehmen Sie jetzt gleich mit zur Dienststelle und dann wird dann wahrscheinlich eine Blutalkoholkontrolle angeordnet werden. Das muss nicht sein. Doch, das wird dann sein müssen. Also? Ja. Ich habe den Eindruck, Sie haben getrunken. Ich habe einen kleinen Schluck getrunken. Aha, da war doch. Okay. Ja, du bist es doch schuld. Sind Sie jetzt ist mal schneller? Jetzt mal Ruhe. Ist jetzt mal Ruhe. Können wir das jetzt mal in Ruhe klären, wie vernünftige Menschen? Da habe ich nämlich jetzt keinen Bock drauf. Ich habe einen kleinen Schluck getrunken, aber ganz minimal nur, ehrlich. Ja. Ich hatte die Befürchtung, dass im Fahrzeug, also im Taxi selber, noch Alkoholiker sind. Darum wollte ich das Fahrzeug mal untersuchen und auch mal einen Blick reinwerfen. Außerdem ist es ja auch so, dass die Taxilizenz, also die Berechtigung des Fahrers mit Lichtbild, offen im Fahrzeug zu sehen sein muss, damit der Fahrgast halt erkennt, mit wem habe ich es da überhaupt zu tun. Ja, und dann bin ich ins Fahrzeug rein, habe mir das alles angeguckt und dann fiel mir auch die Taxilizenz direkt in die Arme. Und da kam was völlig anderes zutage und das hat einiges geklärt. Ihren Namen nochmal? Helmut Schneider. So, Herr Schneider. Ja. Wenn Sie jetzt nicht eine unglaublich gut gemachte Gesichtsoper hier hinter sich haben, dann würde ich gerne mal wissen, was das für ein Teil ist. Das ist mein Kollege, da habe ich heute Morgen, wir haben die Fahrzeuge getauscht. Der hat der versehen den drin gelassen, ich meine im anderen Fahrzeug. Also das passiert, wir tauschen schon mal die Fahrzeuge. Ich habe nicht immer den gleichen Wagen. Aber Ihre Lizenz werden Sie irgendwo haben. Sie sind ja verpflichtet, die so aufzuhängen, dass er, in einem anderen. Dass der Gast das sehen kann, ne? Ja, das, weiß ich. Das glaube ich nicht. Also, pass auf. Das ist ganz andere. Ja, habe ich ja gerade gesagt. Also Gesichts-OP hat er nicht hinter sich. Nee. Er gibt jetzt an, dass das ein Fahrzeug ist, was er sich mit dem anderen Taxifahrer geteilt hat. Seine Lizenz würde noch im anderen Fahrzeug sein. Ach, das ist aber sehr, sehr seltsam, was Sie da alles babbeln, oder? Heidi Matera setzt sich mit der Leitstelle in Verbindung, um das Rätsel um den mysteriösen Fahrer zu lösen. Dabei bekommt die Polizeioberkommissarin erstaunliche Informationen. Ja, folgende Sachverhalt. Sascha Thiel ist korrektes beschäftigt bei dem Unternehmen Express Taxi Hof Köln. Müsste zurzeit auch auf der Arbeit sein, mit dem Taxi unterwegs. Der Name Helmut Schneider ist der Firma aber gänzlich unbekannt. Da arbeitet kein Helmut Schneider. Das kann nicht sein. Ist aber so. Sag dir mal, die sollen mal diesen richtigen Fahrer mal anrufen. Der ist bestimmt alles klar. Neue, der Zentrale. Wir haben hier nämlich der kann ja nicht alle kennen.
Meinen Sie eigentlich, ich ziehe mir den Hut mit dem Hammer auf oder was? Was stimmt denn da nicht? Was ist jetzt das, richtig? Das kann nicht sein. Der ist 100% Schneu. Nein. Komm, was ist los? Sie sind doch sehr nervös. Was ja, jetzt so oft werde ich so nicht kontrolliert. Und dann bei so einer Aktion, also... Also was ist jetzt hier los? Sollen wir mal zusammenfassen. Sie haben eine andere Taxilizenz drin. Ja? Ihre Lizenz ist woanders. Sie haben was getrunken. Jetzt sind Sie in einem Streit verwickelt. Was passiert denn noch? Nicht, nichts. Also... Ja. Da komme ich gleich zu, ja? Soweit geht es Ihnen aber gut. Ja? Er soll doch nur einfach seine Zeche bezahlen, dann ist doch gut. Ja, jetzt warte mal. Das ist doch der völlig falsche Weg. Normal ist das doch so, dass Sie den Wagen reinigen lassen und die Rechnung zukommen lassen. Was soll denn jetzt die Nova hier? Ja, der wollte ja gar nicht zahlen in dem Moment. Ja, in dem Moment hätte ich da auch keinen Bock drauf. Der ist doch gerade von der Feier gekommen. Das müssen Sie doch wissen als Taxifahrer. Also, jetzt mal Butter bei der Fische. Was ist jetzt los? Da klingt was im Kofferraum. Oh, da klingt was. Das kann nicht sein. Was ist da los? Mein Handy. Haben Sie einen Schlüssel? Machen Sie komm, Kopfraum. Mal her. Komm mal her. Mach hier. Mal den Kopfraum auf. Nein. Mach hier. Den Kopf. So, hier, Männer, hier. Bist du noch ganz... Hier, jetzt bleiben Sie. Was läuft denn falsch hier? Jetzt bleiben Sie hier stehen. Ja, ist doch wahr. Sie bleiben jetzt hier stehen. Komm, ich noch mal wieder, ist was los. Was? Machst du auf, ich bleib bei ihm. Nein, er ist doch... Hallo. Oh. Hallo. Hallo. Kommen Sie mal raus. Oh. Schock, schwere Not. Hier ist mein Handy. Oh. Sie sind der Herr Thiel. Ja. Denke ich mal. Ich bin der Herr Thiel. Ja. Ja? Durch den Anruf auf dem Handy des Kollegen hat die Leitstelle unfreiwillig zur Aufklärung des Falles beigetragen. Die Beamten sind gespannt auf die Erklärung des falschen Fahrers. Da ist ein Mann im Kofferraum. Ich habe das gerade mitgekriegt, deswegen habe ich den direkt hier fixiert. Ja, und das ist der Herr Thiel. So, und jetzt frage ich mal, was geht denn hier ab? Hä? Sind ganz schöne Babble. Ja. Ich habe meinen Job verloren, meine Frau verloren, alles. Ich bin Taxifahrer aus Leidenschaft. Ich fahre seit Ewigkeit. Meine Frau nach 20 Jahren hat mich vor 2 Jahren verlassen. Ich hole nur das. Es tut mir einfach nur leid. Alles klar. Also 13.25 Uhr. Herr Schneider, ja. Ich werde Sie jetzt hinten ins Auto setzen. Sie verhalten sich ruhig. Ja. Sie sind jetzt erstmal beschuldigt einer Straftat. Sie brauchen sich zu dem Sachverhalt jetzt nicht mehr äußern. Was Sie machen müssen, die Personal mitteilen, die haben wir jetzt aber schon. Ich werde Sie jetzt hinten ins Auto setzen. Wir verbringen Sie zur Dienststelle und da werden Sie weiter erkennungsdienstlich behandelt. Soweit verstanden? Ja. So. So, Sie verhalten sich bitte ruhig. Inwieweit man das jetzt nachvollziehen kann oder möchte, was beim Herrn Schneider jetzt falsch gelaufen ist, weil er nur mal die Leidenschaft hat, Taxi zu fahren und sich dann ein Taxi geschnappt hat, um dann eben seiner Leidenschaft zu frönen, ist natürlich schwer nachzuvollziehen, gar keine Frage. Und ich denke mal, da wird er sich auch mal Gedanken machen müssen, was bei ihm da falsch gelaufen ist. So. Ihnen geht es soweit gut? Wir haben trotzdem mal Notarztware bestellt. Wir warten da noch mal, ja? Können Sie sich an irgendwas entsinnen? Ja, ich habe eine Tour gehabt und habe mein... Ich weiß jetzt gar nicht, wirklich, ob ich das jetzt war. Ich hatte meine letzte Tour eingetragen in mein Fahrtenbuch. Und ja. Plötzlich wurde ich da aus meinem Auto gezerrt, was ich weiß. Und dann in einem dumpfen Schlag... Okay. Ja, und jetzt. Was das jetzt für ein Schlag war, mit dem Gegenstand oder mit der Faust, können Sie jetzt erstmal nicht sagen, oder? Oder können Sie sich daran erinnern? Also, ich habe was scheppern gehört. Das kann auch eine Flasche oder was gewesen sein. Aber ich, im Moment bin ich so. Also, und dann hat mein Handy geklingelt und dann waren Sie. Und dann, dann gingen die Lichter aus. Waren Sie schon da, quasi. Okay. Na gut, dann würde ich jetzt so sagen: Von Ihnen haben wir ja die Personalie, ist ja alles okay. Hier ist es ja abgeschlossen, würde ich sagen. Dann würde ich sagen. Genau. Rufen Sie sich an der Taxi oder gehen Sie heim. Aber nur der Verrückte, ey. Ja. Ne? Ja, der Herr Schneider hat jetzt natürlich eine gefährliche Körperverletzung begangen. Nicht nur das, ja. Also er hat ihm ja richtig paar auf die 12 gehauen. Dann kam noch dazu, er fährt da betrunken mit dem Taxi, mit dem Auto, dem es nicht gehört. Ja, das Auto hat er ja auch geklaut. Ne? Und dann hat er den noch eingesperrt, Freiheitsberaubung und. Ich kann gar nicht alles aufzählen, es geht ja so roll, das kann man auf Klopapier notieren hier, die ganze Akte. Ne? Naja, jedenfalls, das Strafmaß muss halt dann Staatsanwalt und Richter entscheiden. Ich kann es jetzt auch nicht sagen, ungefähr, man weiß es nicht.